Naja, am Anfang gab es Bewegungen aus allen möglichen Hintergründen. Die Ausläufer der Studentenbewegung mit ihren marxistischen Verirrungen und Fraktionchen, Unterfraktionchen waren ein Teil, als die ökologische Bewegung Fahrt aufnahm und sie da eben versucht haben, damit anzudocken. Dann natürlich die ganzen diversen Bürgerbewegungen, Bürgerinitiativen, die sich vor Ort gebildet hatten gegen Großprojekte. Stichwort Anti-Atombewegung, schließlich die Friedensbewegung, die nochmal massiv Fahrt aufgenommen hatte nach dem NATO-Doppelbeschluss. Dann aber natürlich auch Dritte Welt-Solidarität, war ein ganz wichtiger Teil, der internationalistische Teil. Und als wesentlicher Strang sicherlich das Thema Ökologie. Und das alles hat die Grünen gebildet und hat eine Veränderungsdynamik ausgelöst. Erstmal in die eigenen Reihen, man kann das festmachen an dem Thema Feminismus, Frauen. Es war ja jetzt nicht so, wenn man die alten Parteitagsbilder anschaut, dass wir schon immer die Quote hatten. Man könnte ja denken, die Grünen waren schon immer so. Es war nun mitnichten so. Ich kann mich auch noch an Versammlungen erinnern, Vorstände erinnern, wo jetzt nicht von Anfang an die Frauenquote immer da war. Also erstmal nach innen bei uns selber und dann aber auch mit der Wirkung auf andere Parteien, die oft auf die grünen Diskurse zurückgegriffen haben, nach dem Motto, guck mal, die haben auch eine Quote, es hat ihnen offensichtlich nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat dazu geführt, dass mehr Frauen diese Partei wählen. Und jetzt in einer weiteren Stufe hat es sogar einen Einfluss auf die Debatten in der Wirtschaft, also Aufsichtsräte und so weiter, Vorstände von DAX-notierten Unternehmen. Also es hat da schon viel bewirkt. Dann kam später dazu der erste bekennende schwule Abgeordnete 1994 mit Volker Beck, der erste aus einer sogenannten Gastarbeiterfamilie und Arbeiterfamilie. Ich glaube, er heißt Cem Özdemir. Und die spannende Frage ist eben jetzt, gelingt es uns, das auch da in ähnlicher Weise zu übertragen, wie wir es beim Feminismus, bei der Frauenbewegung ganz gut hingekriegt haben, dass auch das Vielfalt eine Selbstverständlichkeit wird in der Gesellschaft. Da geht es dann nicht nur um die Frage, helfen wir Migranten? Das ist eine Selbstverständlichkeit, sondern lassen wir Migranten auch sich selber helfen. Also wollen wir Augenhöhe? Und dann geht es aber auch um andere Fragen. Für mich ist zum Beispiel das Thema Diversity nicht zu trennen von der Frage der Partizipation, der sozialen Gerechtigkeit. Also wie steht es denn um die Durchlässigkeit? Kann ein Arbeiterkind mit und ohne Migrationshintergrund beispielsweise in einer Partei, wo Akademiker eine wichtige Rolle spielen, gerne mit ihren Abkürzungen sich die gegenseitig um die Ohren schlagen, hat es da auch eine Chance, seinen Weg zu gehen? Das finde ich ein wichtiges Thema. Ich finde es auch ein wichtiges Thema, dass wir uns auch selbstkritisch fragen müssen, auf welche Schulen gehen eigentlich unsere Kinder? Begegnen sich denn da die Kinder von Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen und die Kinder von Chefärzten, die Kinder von Philosophen, die Kinder von, was weiß ich, Akademikern und so weiter? Oder wo wohnen wir denn, in welchen Stadtteilen? Wohnen wir denn in Stadtteilen, wo sich verschiedene soziale Schichten, verschiedene ethnische Schichten begegnen, Freundschaften schließen, zusammen aufwachsen, voneinander, miteinander lernen und daraus sich vielleicht auch eine Veränderungsdynamik ergibt? Das, finde ich, sind jetzt die spannenden Fragen. Insofern kann man die Frage der Vielfalt von der Frage der Durchlässigkeit und damit auch der Gerechtigkeit und der Partizipation in keinster Weise trennen. Wir kommen aus der Tradition, dass wir im besten Sinne des Wortes die Werte der Französischen Revolution, den Republikanismus vertreten, Menschen nicht danach beurteilen, wo sie herkommen, sondern danach, wo sie hinwollen. Aber die Umsetzung, da wird es dann schwierig. Was heißt das jetzt? Heißt es jetzt, weg mit dem Nationalstaat, weg mit Staatsangehörigkeitsrecht, alle sind Bürger, alle sind gleichberechtigte Menschen? Oder hat man eben diesen Ordnungszusammenhang des Nationalstaats, gerne supranational, dort wo immer möglich überwunden, ergänzt durch die Europäische Union, durch Vereinte Nationen, durch Milchstraßenbündnis, was auch immer. Aber es gibt halt nun mal den Nationalstaat. Der hat halt nun mal Grenzen, der hat ein Staatsangehörigkeitsrecht, der definiert, wer wählen darf, was die Voraussetzungen dafür sind. Will man also das öffnen, demokratisieren, partizipativer gestalten oder lehnt man das ab? Weil man sagt, es ist sowieso eigentlich schon eine Eingrenzung. Das war ein heftiger Streit bei uns,
ob man jetzt zum Beispiel sagt, alle dürfen wählen, auch ohne Staatsbürgerschaft, stellt sich natürlich die Frage, wofür braucht man dann noch die Staatsbürgerschaft? Also da haben wir uns weiterentwickelt, indem wir gesagt haben, wir wollen die Bedingungen verändern, unter denen man Staatsbürger wird. Als wir das erste Mal im Bund in die Regierung gekommen sind, unter Rot-Grün, das Thema neues Staatsangehörigkeitsrecht. Viele vergessen das. Früher gab es mal das Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht aus dem Jahre 1913. Da ging es noch um das Blutsprinzip. Also Deutscher ist, wessen Vorfahren Deutsche waren. Und dann konnte man zwar die Einbürgerung beantragen, aber du bist nicht mit der Geburt in dem Land, in das du hineingeboren wurdest, Staatsbürger geworden. Das einzuführen, war ein geradezu revolutionärer Akt. Also haben wir uns auf diesen Reformprozess eingelassen. Ja zum Staatsangehörigkeitsrecht, ja dazu, dass Staatsangehörigkeit eben bestimmte Pflichten, Rechte voraussetzt, aber das Öffnen, Weiterentwickeln, den Zugang ermöglichen für Zugewanderte, für ihre Kinder. Dann eine andere wichtige Debatte. Ich erinnere mich daran, dass wir die anderen immer kritisiert haben dafür, dass sie nicht akzeptieren wollten, dass wir ein Einwanderungsland sind. Aber wir selber haben uns ja auch damit schwer getan, wenn wir ehrlich sind. Denn wenn man Einwanderungsland ist, dann muss man auch definieren, wer einwandern kann, was man mit den Menschen macht, was ihre Rechte sind, wie man sie in die Gesellschaft hineinführt. Es waren heftige Kämpfe. Wollen wir ein Einwanderungsgesetz oder halten wir fest an der Idee der offenen Grenzen, die natürlich eine wunderschöne Utopie ist, aber wie der Name schon sagt, eine Utopie, die voraussetzt, dass die Verhältnisse zwischen den Ländern halbwegs so sind, dass sie von Fairness geprägt sind, dass sie frei sind von Ausbeutung etc., dass es Demokratie gibt, Menschenrechte gibt. In einer solchen Welt leben wir leider nicht. Also ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese Idee des Einwanderungsgesetzes weiterentwickelt. Da haben wir Grüne auch einen Weg hinter uns, bis wir uns da schließlich durchringen konnten. Dann waren wir allerdings auch die Ersten, die wieder mit einem Einwanderungsgesetz gekommen sind. Und mittlerweile ist es ja auch spannend, wir sind in der Opposition und die Bundesregierung hat was in die Richtung Gehendes selber jetzt verabschiedet. Also es zeigt wieder die Wirkmacht einer guten Idee, die wir erstmal selber heftig uns links und rechts um die Ohren geschlagen haben, hat sich das mehrheitsfähig bei uns durchgesetzt und dann haben wir es schließlich in die Gesellschaft hineingetragen. Und auch da geht es jetzt um die Frage, wie entwickelst du das weiter unter dem Gesichtspunkt, dass jetzt Europa mit ins Blickfeld gerät? Wie bekämpfst du Fluchtursachen, dass es mehr ist als Sonntagsgerede? Wie integrierst du so, dass du Leute nicht assimilierst, dass sie ihre Sprache, ihre Religion, ihre Kultur alles mitbringen können, auf der anderen Seite du aber keine Ängste auslöst, dass es um Werterelativismus geht. Das Prinzip der Gleichberechtigung von Mann und Frau, dass Menschen selber entscheiden, ob sie heterosexuell, homosexuell, bi oder was auch immer sind, dass sie das bitte schön selber entscheiden. Das zu sagen in der offenen, interkulturellen, multikulturellen Gesellschaft ist, glaube ich, sehr wichtig. Und gerade wir Grüne, als diejenigen, die für die offene, für die durchlässige Gesellschaft kämpfen, dafür, dass Flüchtlinge Aufnahme finden, dafür, dass Zuwanderer über ein Einwanderungsgesetz Zugang finden. Gerade wir müssen, um unsere eigene Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit unserer Anliegen nicht zu unterminieren, deutlich machen, dass das auch Regeln dafür braucht. In der Außenpolitik das Verhältnis einerseits, dass man bei Völkermord reagieren muss, nicht zuschauen darf, auf der anderen Seite die Bedeutung der Menschenrechte in der Außenpolitik deutlich machen, dass es nicht sein kann, dass wirtschaftliche Interessen die Bedeutung von Werten überlagern darf, wie man das in vernünftiges Lot bringt. Da haben die Grünen große Verdienste, aber es ist jetzt nicht unser Monopol. Da gibt es natürlich auch viele in der Zivilgesellschaft. Und ich würde auch sagen, Gott sei Dank haben wir da auch viele Partner mittlerweile, auch in anderen Parteien. Oder das Verhältnis von Ökologie einerseits und Ökonomie andererseits. Auch da haben die Grünen vor vielen anderen gesagt, dass erfolgreiches Wirtschaften gegen die Interessen der Natur, gegen die Interessen der Ökologie auf Dauer nicht möglich ist in einem begrenzten Planeten. Mittlerweile ist das jetzt auch nicht mehr so ganz neu. Jetzt geht es um die Umsetzung desselbigen. Und ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich mal mit Wirtschaftsfunktionären mich unterhalte. Die sagen, hörst du mir, das ist doch wohl klar. Aber wie machen wir's? Früher ging es um das Ob, heute geht es um das Wie. Das ist schon ein extremer qualitativer Fortschritt, den wir da erreicht haben. Und bei der Frage der gesellschaftlichen Vielfalt,
Da waren wir jetzt nicht die Ersten. Aber den Mut zu haben, wir reden nicht nur über die, sondern wir lassen die reden für sich. Wir erklären die nicht, sondern die erklären sich bitteschön selber. Das waren schon auch die Grünen, wie gesagt, 94. Ist mir auch ein Risiko eingegangen. Wie verhält sich die Mehrheitsgesellschaft dazu? Hat die jetzt Angst? Sagt Mama, die Türken kommen oder so? Nein, wir lassen die Leute für sich selber sprechen. Natürlich auch mit Irrtümern, wollen wir nicht verheimlichen. Da gab es auch Rückschläge, da gab es auch Flops. Das gehört eben auch dazu, dass man Fehler macht, dass man irrt, daraus lernt und es dann beim nächsten Mal besser macht. Das haben wir sicherlich da ganz gut hingekriegt. Die Ironie der Geschichte gehört dazu, dass dann andere das aufgenommen haben und zum Beispiel die CDU in Niedersachsen damals die erste Abgeordnete oder die erste Frau mit Migrationshintergrund dann zur Ministerin in einer Landesregierung gemacht hat. Frau Aygül Özkan damals. Also auch da sieht man, gute Ideen werden dann irgendwann auch mal von anderen übernommen. Und insofern, ich betrachte das nicht als was Schlechtes, sondern als was Gutes. Wir wollen ja nicht nur gute Ideen haben, in Schönheit sterben, sondern wir wollen die Ideen umsetzen. Gerne durch uns. Aber wenn andere die Ideen übernehmen und sie zumindest in Teilen auch umsetzen, ist es uns recht. Denn dafür machen wir den Job ja, damit die Ideen Flügel bekommen, von anderen mit übernommen werden und dann irgendwann auch mal mehrheitsfähig werden in der Gesellschaft, aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft tragen. Dafür machen wir das Projekt doch schließlich. Was ich in meiner Partei gar nicht verstanden habe, das war der Umgang mit der deutschen Wiedervereinigung, mit dem Fall der Mauer, mit dem Ende des Eisernen Vorhangs, mit dem Zusammenwachsen Europa-Ost, Europa-West, aber damit natürlich auch Deutschland-Ost und Deutschland-West. Warum habe ich es nicht verstanden? Ich bin in die Grünen, auch mit der Idee, wie überwinden die Mauern in der Welt. Die Menschen kommen sich näher und eine künstliche Mauer entfällt. Also da freut man sich doch drüber. Und dann traf ich ständig auf Leute innerhalb meiner Partei, aber auch jetzt so, sagen wir mal, beim linksliberal-grün-bunten Milieu, die auf einmal lange Gesichter hatten, Bedenkenträger waren, sogar auf komische Demonstrationen gegangen sind, irgendwie gegen das eigene Land. Erstmal ist es natürlich sympathisch, wenn man sich auch Sorgen macht. Aber das darf ja nicht dazu führen, dass man am Ende dann mit einem Plakat in die Bundestagswahl geht, wie wir es gemacht haben. Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Die Quittung dafür haben wir bekommen. Wir sind im Westen aus dem Bundestag geflogen. Gott sei Dank, im Osten sind Abgeordnete von Bündnis 90 damals in den Bundestag gewählt worden. Und das hat uns im Nachhinein sehr gut getan. Das hat uns geerdet. Das hat uns auch wieder ein bisschen demütiger gemacht. Das hat, glaube ich, jetzt auch dazu geführt, dass wir eine andere Partei geworden sind, wie wir damals waren. Und da gebührt ein ganz, ganz großer Dank den Vorkämpferinnen und Vorkämpfern von Bündnis 90 im Osten. Ohne die, glaube ich, hätten wir wesentlich mehr ideologischen Starrsinn, wie das heute der Fall ist. Da haben die wirklich viel Gutes bewirkt bei uns.